Hi Leute, heute gibt es ein spannendes Video und zwar interaktiv zum Mitmachen. Ich werde dir verschiedene T-Shirt-Designs zeigen, welche die sich verkaufen, welche die sich nicht verkaufen und du kannst mitraten. Und für jeden das erfolgreich Erratene, was sich halt verkauft, bekommst du 10 Punkte. Damit du dabei auch gleich was lernst, will ich dir bei den verkauften Designs auch erklären, was daran gut designt ist und was du für deine Designs halt übernehmen kannst, dass du bessere Designs herstellen kannst und dass du auch mehr verkaufen kannst. Das Ganze wird jetzt ein bisschen interaktiv, also los geht's direkt ins Video. Kommen wir mal zu den ersten beiden Designs. Und zwar das hier sind sie. Jetzt hast du 5 Sekunden Zeit. Nimm dir gerne einen Zettel, schreib es in die Kommentare. Einfach mal Design Nummer 1. Was glaubst du, A oder B? Und dafür für die richtige Antwort bekommst du denn 10 Punkte. Das richtige Design ist dieses hier. Das ist ein typisches Textdesign. Relativ simpel gemacht. Nicht zu viele Worte, damit man es halt auch schnell lesen kann. Im Vorbeigehen hast du halt begriffen, worum es sich halt einfach mal handelt. Und genauso ist das größte Element hier ein bisschen größer dargestellt, ein bisschen dicker dargestellt, mehr hervortretend. Also du siehst ja auch so ein bisschen so von der Höhe ist es ein bisschen gestreckter, wenn du mal ganz genau drauf achtest. Und natürlich die Font ist eher dicker gewählt, dass er halt mehr hervortritt. Denn es geht ums Limited und nicht um irgendwelche anderen Elemente. Grundaussagen bei Textdesigns halt immer so ein bisschen nach vorne schieben. Damit hast du halt mehr Chancen, besser halt, dass das der Kunde halt sieht und entsprechend halt draufklickt. Wo natürlich auch drauf gedrückt werden soll, ist natürlich der Like-Button an dieser Stelle. Das hilft natürlich dem Algorithmus hier, diese YouTube-Serie oder besser gesagt auch diesen Kanal weiter nach vorne zu treiben. Für jeden Support bin ich da halt richtig dankbar. Also weiter geht's. Bleiben wir mal noch ganz kurz bei den Textdesigns und zwar bei diesen beiden. Jetzt hast du wieder 10 Sekunden für Design Nummer 2. Was glaubst du, welches dieser Designs halt wird sich mehr verkaufen? Dieses hier oder dieses hier? Gar nicht mal so einfach, oder? Gut, hier haben wir mal dieses Design. Warum ist es jetzt dieses Design? Ganz einfach, bei dem Design ist einfach mal so die Kombination recht easy. Es ist halt einfach ein Spruch, der wirklich schon seit Ewigkeiten halt im Internet grassiert. Allerdings musst du dabei halt beachten, diese Art von Sprüchen, die gibt es schon wirklich sehr zuhauf. Und da musst du dich schon so ein bisschen abheben. Ich habe das Ganze gemacht, dass es so ein bisschen Grunge-Effekt halt mäßig aussieht. Also so gerade frisch vom Pferdehof. Halt und auch von der Anordnung nicht wirklich oder nicht wirklich mittig zentriert, sondern wirklich so ein bisschen auf eine Seite. An dem Ding gibt es jetzt nicht wirklich viel zu erklären. Das Ding hat halt wirklich nur gezogen, weil es ein bekannter Spruch ist. Denn bei Spruchdesigns musst du halt immer Folgendes überlegen. Wir haben in der Community natürlich sehr viele Leute, die auch mit Spruchdesigns starten, denn sie sind halt einfach herzustellen. Allerdings musst du dabei immer beachten, Spruchdesigns, die werden direkter gesucht. Also da wird nicht nach Nischen gegangen, sondern da wird der Spruch direkt eingegeben. Was natürlich die Zielgruppe extrem einschränkt. Deswegen sollte der Spruch, den du halt benutzt, auch wirklich ein Trendspruch sein, der ein hohes Suchvolumen hat, wo du halt die größte Chance hast, überhaupt gefunden zu werden. Wenn du jetzt irgendwie Johann Sebastian Goethe oder wie der heißt halt zitierst, da wird es ein bisschen schwieriger. An dieser Stelle an meine alte Lehrerin, ja, ich habe die gelben Bücher von damals noch irgendwo gelesen, aber richtig verstanden habe ich sie bis heute noch nicht. Gut, kommen wir mal zu Design Nummer 3. A oder B, was glaubst du, ist es? Paar Sekunden hast du Zeit, unten von mir ist in die Kommentare wieder, auf deinen Zettel schreiben oder wie du auch magst und überleg dir ganz genau, woran kann das hängen. Das Design, was sich mehrfach verkauft hat, ist dieses Design hier, denn dieses Design ist eher so ein bisschen Logo getrieben, aber ein bisschen aufgebrochen, denn ich habe hier die Elemente von dem, wo sich dieses Gerät halt befindet, also Drohne soll es hier sein oder darstellen, die befindet sich halt meistens beim Fliegen so in den Wolken, also habe ich einen Wolkenvektor genommen und den halt mit dem harten Element verbunden, so um ein bisschen mehr diese kreative Form halt reinzubringen, als nur diese normalen Schattenvektoren, weil irgendwo muss man sich ja auch so ein bisschen abheben. Deswegen solltest du immer zum Abheben irgendwo ein, zwei Elemente halt in deinem Design haben, am besten meistens eins, um dich halt einfach mal von der Konkurrenz abzuheben. Denn wenn du das Gleiche machst, was alle machen, ja, dann wirst du dementsprechend hart viel Konkurrenz haben. Also probier auch wirklich mal neue Sachen aus und hab wirklich Mut, die Sachen mal auszuprobieren. Das ist nicht schlimm. Die Kunden beißen nicht und probiert es einfach mal aus. Von mir aus in verschiedenen Versionen und lad es mal hoch, aber dann ein bisschen mit Abstand, damit manche Portale das nicht gleich so merken. Die Schrift natürlich bei diesem Design, bei dem Drohnendesign, ist auch sehr gut gewählt, dass die halt wirklich so ein bisschen mit diesen ja, Geschwindigkeitsstreifen, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein bisschen zu tun hat. Das hebt das Ganze auf. Auch genau so ein bisschen, vielleicht so einen kleinen Camouflage-Look kann das Ganze haben und Camouflage ist einfach auch so ein bisschen beliebt. Okay, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr guten Design, zu einem Powerseller. Und zwar, da bin ich mal gespannt, ob ihr das rausfindet, welches Design sich da wohl am besten verkauft hat.
Zwei Designs hast du zur Auswahl. Jetzt ist die Frage, welches dieser Designs hat sich wohl verkauft? So, und da lasse ich dir jetzt einfach wieder ein paar Sekunden Zeit. Das ist Design Nummer 4 und schreib es mir einfach mal in die Kommentare oder zähl deine Punkte zusammen. 10 Punkte für jedes richtige Design und danach gibt es die Erklärung. Das richtige Design ist dieses Design, denn dieses Design deckt nämlich gleich eine sehr, sehr coole Nische ab oder eine sehr, sehr gute Doppelnische ab. Erstens den Rentner. Rentner-Designs sind sehr, sehr gut, meistens mit dem Wort Legende, das gebe ich jetzt einfach mal so nebenbei als Tipp halt mit. Also wenn du irgendwelche Rentner-Shirts machst, nimmst du meistens Legenden-Shirts. So, die nächste Sache ist auch die Farbgebung. Nämlich auch so ein bisschen, du musst nicht nur das schwarze T-Shirt nehmen, du kannst auch mal andere Farben halt nehmen zum Starten, um es mal so zu sagen. Klar, das schwarze T-Shirt, das verkauft sich am meisten, da brauchen wir auch gar nicht groß zu diskutieren, weil es sich einfach mit mehreren Sachen kombinieren lässt. Also egal, was du an Klamotten hast, ein schwarzes T-Shirt geht immer, deswegen verkauft sich es halt am meisten. Die Sache ist bei diesem Design, dass es hier auch noch so ein bisschen Motorradnische hat. Motorrad auch sehr, sehr gut, auch Frauen und Motorrad geht neuerdings natürlich, oder was heißt neuerdings, geht auch sehr, sehr gut. In der letzten Zeit ist es immer stärker im Kommen, das will ich damit einfach nur sagen. Anna an dieser Stelle... Ex-Freundin, das war auch so eine Motorradfahrerin, die hat so ein GSX-R gehabt. Da kommt so ein bisschen der Tuner wieder in mir raus. Eine Sache, die dir bei Designs für ältere Leute halt auffallen wird, ist, dass die Farben so langsam ausbleichen. Und zwar bei jungen Leuten, so bei den kleinen Kiddies irgendwo, die Dinos, die Einhörner, die Sloth, weiß ich immer noch nicht, was das heißt, Faultier, jetzt zum ersten Mal nach 2,5 Jahren. Gratulation, dafür auf jeden Fall erstmal einen Like-Button dalassen. Da werden die Farben von immer fast schon Neonfarben bis immer ausgeblichener. Wenn du nämlich mal darauf achtest, sind so bei Rentner-Designs meistens Töne sowas wie Orange, Neongrün und so weiter. Oder was heißt nicht Neongrün, so Dunkelgrün und so eine Sachen. Also Angler-Designs, die sind jetzt gut, jetzt sprechen wir über Angler-Nische. Das ist jetzt nur so ein Nebentipp wieder, der mir wieder rausrutscht, ist egal. Du hast halt meistens so ein bisschen ausgeblichene Farben. Auch genauso von den Effekten her. Bei Kindern ist es halt eher so, da sind die Designs deutlich klarer zu sehen und deutlich glatter einfach mal. Also von der Oberflächenbeschaffenheit. Wenn du dir irgendein Dino anguckst oder sowas, da sind nicht so viel, so ein kräuselige Muster oder so diese Hautdinger, die man im Alter hat. Ich jetzt hoffentlich nicht so ganz so doll. Und bei den Alten, da ist es halt eher so die Grunge-Effekte, heißt das Ganze. Also wenn du mal googeln willst, Grunge-Effekt, das ist halt diese ganze Erodiertes quasi. Und das ist genauso bei den Schriftarten, dass die bei den Kindern sind sie halt zum Beispiel eher rundlicher. Und bei den Erwachsenen, da ist es dann halt schon ein bisschen sowas mehr mit Ecken und ein bisschen kantiger einfach. Gleich geht's weiter mit den Designs. Wenn du natürlich mehr Sales sehen willst, außer die hier in diesem Video, dann solltest du mal bei Instagram vorbeigucken, nämlich auf meinem Instagram Profil frank-bendler. Da werde ich jetzt immer wieder mal zwischendurch so ein paar Designs posten, was sich so verkauft hat und auch natürlich da so ein bisschen die Erklärungen geben, wie du besser designen kannst, dass du einfach mehr verkaufen kannst. Coole Sache auf jeden Fall, frank-bendler Instagram-Profil, einfach mal ein Follow dalassen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung da, weil da will ich nämlich auch was richtig Cooles aufbauen. Gut, kommen wir also zu den nächsten beiden Designs. Hier gebe ich dir immer ausnahmsweise einen kleinen Hinweis und zwar aktuelle Geschehnisse. Kommen wir also zu Design Nummer 6. Schreibt es mal in die Kommentare, was glaubt ihr, welches dieser beiden Designs wird wohl jetzt das sein, was sich mehrfach verkauft hat. Das Ganze hatte allerdings zwei Hype-Phasen. Und zwar einmal vor ein bisschen längerer Zeit und dann jetzt sogar vor kurzem flammt das Ganze wieder hoch. Das jetzt weiterhin als Tipp. Genau, es ist das Coin-Design. Das Coin-Design, das lag einfach daran, so ein bisschen... Coin hatte in letzter Zeit wieder so einen kleinen Push gekriegt, weil die Leute wollen halt ihr Geld irgendwo in Sicherheit bringen, wegen Corona-Krise und so weiter und überlegen halt, okay, wo könnte ich jetzt investieren? Also alle Sachen, wo man jetzt quasi Geld investiert, das sind natürlich viel, viel interessanter. Die Immobilienleute, die werden jetzt wach, wo kann man vielleicht noch ein Schnäppchen schlagen und so weiter, wann sollte man kaufen? Genauso sieht es halt dann bei den anderen ETFs, Kryptos und so weiter halt einfach mal aus. Und deswegen Design einfach mal... weil es dementsprechend durch einen Trend gepusht wurde. Ja, also bei dem Design, da durften jetzt die längeren Zuschauer, die hier länger zugucken, definitiv wissen, was das hier für ein Design ist oder warum sich dieses Design verkauft. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen, aber ich mache es mal trotzdem. Und zwar... Dieses Design hat sich nämlich jetzt verkauft, und zwar dieses Mountainbike-Design. Denn dieses Mountainbike-Design, das zeigt wirklich so richtig den Ursprung von Print on Demand. Einfach
Aussagen oder besser gesagt Emotionen. Und Emotionen hast du bei diesem Shirt, denn du hast hier nicht nur ein Mountainbike drauf und einfach Mountainbike draufgeschrieben, sondern dieser Spruch, der impliziert halt, was das für ein Typ ist, der dieses Ding trägt. Er ist mutig, er fährt einen Berg runter mit 30, 40 km/h. Gut, Berg runterfahren würde ich jetzt nicht machen. Ich hatte mal eine tolle Begegnung mit einer Cola-Dose, wo ich die glorreiche Idee hatte, mit einem Rennrad gerade rüber zu fahren, weil das ja dann die Dose platt macht, was ich nicht gewusst habe, wenn du über die Dose fährst, die legt sich um den Reifen, der dreht dann einmal die Dreiviertelumdrehung und Frankie macht einen Abgang. Kann ich also nicht empfehlen, für alle Fahrradfreunde Bierdosen halt gerade zu überfahren, nicht eine gute Idee. Aber eine gute Idee ist auf jeden Fall diese Art der Designs, denn Emotionen direkt anzusprechen, bringt dich viel, viel weiter, als einfach nur wirklich emotionslos irgendeinen Gegenstand auf irgendein T-Shirt zu positionieren und dann die Beschreibung des Gegenstandes darüber halt zu machen. Weil das ist das, was wirklich sehr, sehr viele machen. Und es machen wirklich sehr, sehr, sehr viele. Also ich würde fast schon sagen, also geschätzt 80% der Leute probieren das erstmal so, um dann halt festzustellen, okay, so geht's nicht, muss man doch anders machen. So, bevor wir zu den letzten Designs kommen, nochmal eine kleine Bitte an dich. Und zwar, ich habe festgestellt, dass viele noch gar nicht so ein Abo dagelassen haben, die eigentlich diesen Kanal regelmäßig schauen. Und das Ganze macht natürlich auch Arbeit, nicht nur einmal aufzusetzen, sondern unter anderem jedes Mal, wenn ich hier irgendwie so eine Sachen halt rausgebe, ist natürlich klar, das sehen mehrere Leute, die machen es erstmal direkt nach und Frankie verdient in dem Sinne weniger. Habe ich aber coolen Content gemacht in dem Sinne, nehme ich dafür in Kauf und ich benutze hier einfach den Kursaccount dafür, dass ich euch da so ein bisschen mal was zeige. Da sind natürlich gute und schlechte Beispiele drin, welches sind, wisst ihr ja nicht, aber das löse ich ja hier so ein bisschen mal auf, wenn ich da zwischendurch mal einfach was zeigen kann, ohne meine Sachen zu gefährden, ist aber trotzdem wieder so eine Sache, so richtig happy bin ich halt auch nicht, deswegen einfach mal ein Abo dalassen und diese Formate hier unterstützen. Denn wir sind hier auf der Road to 20.000 Abonnenten und das wäre richtig cool, die würden wir locker erreichen, wenn jetzt einfach alle einfach nur mal E-Mail-Adresse, Passwort, Google-Account machen und einfach hier abonnieren. Aber egal, weiter geht's. Jetzt soll es hier Content geben. Erfolg, Bewegungsziel, 200%. Habe ich hier irgendeine Medaille gekriegt? Technik, die begeistert und völlig unnötig ist. Falls einer eine Apple Watch braucht, sagt er Bescheid. Ich finde das Ding unnötig. Ich habe nämlich einen aus dem Angelverein, die habe ich nur 2 Euro bezahlt. Gut, also das nächste Design und wie der alte Sensei sagt, bam. Tja, was ist jetzt hier wohl das Design, was sich verkauft? So einen kleinen Hint könntest du fast schon nehmen, wenn du das zweite Design, ans zweite Design denkst. Was ich da halt gesagt habe, ist so ein bisschen ähnlich, aber hier geht es so ein bisschen eher um Signalfarbe. Tja, denn mit Signalfarben kannst du auch spielen. Du solltest dir auch mal Farbtabellen einfach mal angucken. So, was sind gute Komplementärfarben? Was sind gute Farben, die richtig knallen, wenn sie aufeinander sind? Richtig schön als Tipp ist es, macht euch mal eine Farbtabelle und legt die Sachen nebeneinander. So, und denn wenn du siehst, dass diese Linie von diesen beiden Sachen stärker ist, nehmen wir zum Beispiel das mal was Weißes und was Gelbes, das ist halt nicht ganz so krass wie was Schwarzes und was Gelbes. Oder wenn du irgendwie so einen Übergang Sachen hast, zum Beispiel wie Orange und Gelb, da siehst du schon, ist es nah beieinander, aber nimmst du Orange und Lila, bam, one more time. Bam. Hast du entsprechend die Mitte. Ich finde den Typen cool. Weiter geht's. Kann ich das zeigen? Ach egal, ich zeig's. So. Hier haben wir jetzt 2 Designs und eins davon ist richtig gut und zwar richtig, richtig gut. Hat auch wieder mit einer Nische zu tun, die wir ja schon vorhin mal hatten und die allgemein sowieso gut läuft. Hier haben wir so ein bisschen mal ein anderes Hobby einfach mal davon. Vielleicht war das schon Hint genug, sonst gebe ich jetzt mal gar keine Hints mehr. Einfach mal, also Hinweise, sorry. Welches dieser Designs ist es mal? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder zählt natürlich zusammen auf deinem Zettel. Das Design, um das es sich handelt, ist dieses hier. Und zwar dieses Eisenbahner-Design, da habe ich ein bisschen getrickst, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich so einen Farbverlauf da hier eingebettet und wirklich, ja, ich habe jede einzelne Platte in diesem Ding selber angepasst. Es ist viel Arbeit, muss man dazu sagen, aber dadurch kommt halt dieser Metalleffekt halt einfach mal zustande und dadurch sieht diese Lok halt so aus, wie sie aussieht. Denn T-Shirt-Designs verkaufst du nämlich über Mockups. Viele verstehen halt nicht, dass das T-Shirt-Business auf 2 Dingen beruht. Einmal einem Link, der führt zum Drucker und die andere Sache, das ist halt das Vorschaubild, die Präsentation des Ganzen. Und wie du deine Ware präsentierst, wirst du dementsprechend natürlich auch verkaufen.
Und da ist es halt einfach so, dass ich mich nicht nur von bestimmten Farbtricks hier bemüht habe, oder was heißt, dass ich hier so ein bisschen, ja zum Beispiel durch diesen Halftone-Effekt, den ich hier im Hintergrund habe, stelle ich die Lok wirklich noch mehr so ins 3D-Ebene halt quasi raus, so ein bisschen mehr in diese ganze, oder sie hebt sich einfach viel mehr ab, weil ich hier auch wieder Komplementärfarben benutzt habe, um halt einfach mal ein bisschen mehr so abzuheben. Und dazu halt genauso habe ich dann da noch hier diese ganzen einzelnen Platten halt gezeichnet, die einzelnen Farbverläufe. Ja, das war eine verdammte Klickarbeit. Aber das Coole ist, wenn sich so ein Ding denn mehrfach halt verkauft und richtig festfrisst, dann kannst du das wirklich jede Woche öfter mal immer verkaufen. Das ist halt richtig cool, wenn sowas halt wirklich komplett organisch läuft. By the way, alle Designs, die ich dir jetzt zeige, haben noch nie eine Ad gesehen, sondern die sind wirklich rein komplett organisch. Okay, Friends, heute geht's mal ein bisschen los. Heute soll es mal um diese beiden Designs gehen. Und zwar, welches dieser Designs wird sich wohl mehr verkaufen? Ich glaube, das war jetzt echt zu viel Hint. Aber ratet's einfach mal. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt verplappert. Welches dieser Designs hat sich wohl verkauft? Das ist Design Nummer 10. Und zwar, das Ganze ist so trendbasiert. Und das ist Design Nummer das hier. Ja. Bei der Bartnische, da handelt es sich einfach um eine sehr, sehr gute Nische. Das ist halt Trendnische. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. So irgendwo diese ganze Bartkultur ist halt extrem. Bartman und Co. Selbst wenn ich keinen habe, gucke ich die Videos immer. Weiß nicht warum. Diese ganze Bartkultur, die ist halt immer größer geworden in letzter Zeit. Woran das liegen mag, ich weiß es halt einfach nicht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie. Man will älter aussehen oder irgendwie sowas, dann läuft der 20-Jährige halt schon mit dem Vollbart rum, wie mein Opa damals. Aber naja, gut, das ist halt eine modische Geschmackssache. Was ich hier aber allerdings auch gemacht habe, jetzt kommen wir wieder nämlich zu den beiden Nischen, wie ich immer sage, die ihr verbinden sollt. Und zwar dieses Design halt nicht nur Bartnische, sondern das hat schon wieder eine Unterspezifizierung. Und zwar, wir haben hier noch den Skull drin. Also diesen Schädel plus halt einfach nochmal Bart. Das ist schon so eine Sache, das kann man schon ziemlich geil kombinieren. Habe ich hier noch ein bisschen wieder ein bisschen Highlights gesetzt, also diese Lichteffekte hier in den Haaren und sowas halt zugemacht. Der Schädel, der ist allerdings von Deposit-Fotos. Den hatte ich mir damals für irgendwas gekauft, weil ich ihn mega cool fand. Und da hatte ich noch so ein paar andere Designs im Kopf, was ich damit machen will. Den habe ich auch keine Ahnung, wie oft verwendet. Deswegen hier noch gleich ein Tipp zwischendurch. Und zwar, wenn du so eine Lizenzen schon mal hast, dann versuch die auch zu benutzen. Auch wirklich in anderen Nischen, wo du sie normalerweise gar nicht anbringen kannst. Gut, wenn dir das Ganze immer noch nicht gereicht hat und du noch mehr Designs, am besten hunderte sehen willst, dann gebe ich dir einmal einen Tipp. Und zwar, geh einfach mal vorbei auf t-shirtfrank.de. Da findest du nämlich meinen Online-Kurs. Und der Unterschied zwischen allen anderen Kursen und meinen ist, dass ich dir da Sachen direkt zeige. Ich zeige dir direkt, was verkauft sich, genauso wie sehen Winner aus, wie baut man diese, nicht nur wie bewirbt man diese und wie arbeitet man mit Influencern zusammen, sondern sehr viele Praxistipps auch einfach mal genauso dazu, Designerstellung, komplette Tutorials über alle verschiedenen Designprogramme, Adobe Illustrator, Affinity Designer, die bekanntesten Vektorprogramme, alles wirklich im Detail erklärt. Das Ganze auch wirklich so benutzerfreundlich, dass sich immer wieder Leute halt bedanken und freuen, wie detailliert das Ganze halt ist. Auch deine Videos und so weiter, deine Erklärungen sind wirklich so leicht verständlich, so super gemacht. Also, wenn du das ganze T-Shirt-Business wirklich im Detail lernen willst, denn da ist wirklich noch sehr, sehr viel mehr halt zu erzählen. Du hast es schon so ein bisschen gemerkt, wie von den Farben und diesen ganzen Sachen. Da gibt es tausende Sachen. Da guckst du einfach mal auf t-shirtfrank.de vorbei. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen der Tipps. Natürlich lass mir gerne ein Abo da und auch ein Like. Wir sehen uns dann das nächste Mal und bis dahin, wie immer natürlich, gute Verkäufe.